Hallo ihr Hübschen, herzlich willkommen hier zu Copy and Taste. Heute nochmal für euch das Best of the Best. Hi. Gewinner-Gewinner-Hähnchengericht. Nummer zwei, aber ein bisschen geiler mit Beilage, mit allem, was wir so gelernt haben irgendwie dazu. Yes, yes, yes. Und dann am Ende auch, wir machen am Ende heute mal einen kleinen Anrichte-Contest, okay, mit drei Tellern. Ja. Das okay, da sehe ich mich. Ja. Das ist auch die einzige Challenge, wo ich sage, auch, da mache ich mit. Ich bei allen anderen schaue ich zu. Paul, nee, ist gar emotionaler nicht Support. Nee, weil du musst uns ein paar Chicken Dinner gewinnen. Ja, ich spiele zwischendrin eine Runde und achte auf den Chat. Genau, und heute haben wir auch eine Bild-in-Bild-Funktion. Also wird alles ein bisschen geiler. Aber wir sind ja zu Hause, ja. Wir waren ja letztes Mal unterwegs. Ja? Heute sind wir natürlich zu Hause. Ey, Freunde, aber um euch so ein Dinner zu gönnen und zu verdienen, ne, wisst ihr Bescheid. Da müsst ihr hier Videobeschreibung, PUBG Mobile runterladen, spielen, ja, Link in der Videobeschreibung und dann könnt ihr euch das verdienen. Ja, so. Und wir machen jetzt erstmal das, was wir bei Alexander gelernt haben. Wir werden erstmal ein paar Hähnchenkeulen entbeinen. Wie schön die beiden das machen. Das wird jetzt ein bisschen dauern, Freunde. Macht nichts. Ja, im Video können wir zum Glück fast forwarden. Ja, aber ihr seid ja live dabei. Aber ihr seid live dabei. Ja. Ihr seht doch, ihr kennt doch das Motto, wir machen jetzt die Fehler, damit ihr sie nicht machen müsst. Schäl das hier so ein bisschen raus. Dann läuft das. Ich kann ja dann schon mal weiter Mise-en-Place machen, ist ja noch ein bisschen was zu schnibbeln, so ist nicht. So, schau mal hier, zack. Herrlich. Endlich. Jetzt wieder hier ein bisschen parieren und auf Knochenreste prüfen. Aber ist alles safe. Dann mache ich jetzt mal ganz kurz mein Brett sauber, wechsel das Messer und dann werde ich schon mal Zwiebeln und Knoblauch schneiden. Ja, hier so ein bisschen Sehne ist noch, aber mein Gott. Kein Knochen. Schön. Schön. Du, ich würde ganz ehrlich gerne schon mal mit der Orangenmarmelade dann langsam anfangen, die wir ja brauchen. Ja. Orangenmarmelade, so eine ganz fixe, werdet ihr sehen. Könntest du den Knoblauch noch machen? Ja, klar. Das wäre ein Traum. Mach ich dir, kein Problem. Ich greife mir in der Zeit schon mal die Chililis. Das reicht uns an Knoblauch, oder? Ja. Und jetzt ist die Frage, beiß mal ab. Oh, einfach viel. Eventuell ein bisschen nachgeschoben. Genieße es. Ich kau doch rum. Ja, wenn du immer noch kaust, ist cool. Erstmal fruchtig. Ja. Fruchtig, ein bisschen wie Apfel. Okay. Die Schale von Chili schmeckt immer wie Apfel. Ja, kann legit halt gar nichts. Okay, siehst du, sag ich ja. So, was ich jetzt mache, ist folgendes. A, erstmal feststellen, wenn man das Backpapier andrückt ans Blech, was schon in einem vorheizten Ofen liegt, ist heiß. Gut, ne? Gute Feststellung. Du müsstest würzen vorher, das oder? Jetzt vorher B, gewürzt. Würzen. Ja. Sag mal, hätte man vorher die andere Seite mit Mehl machen müssen? Nee, das kommt hinterher erst in der Pfanne. Ja. Soll ich hier den Rest noch verteilen? Schlecht. Ja, dann wird. Nee, also wir wollen es ja nicht überwürzen. So, wunderbar. Das ist auch diese hohe Kunst. Was? Riecht schon gut. Vielleicht hat Olli einfach das Hähnchen auch wieder ausgekippt. Ich bin ja immer ausgerutscht mit Gewürz. So. Nur vielleicht. Oh Gott. So, das machen wir jetzt bei relativ wenig Temperatur. Warum machen wir das bei so geringer Temperatur? Erstens, wir wollen das jetzt quasi nur so angaren. Wir wollen das kurz vor fertig garen, weil wir das ja hinterher noch in der Pfanne dann die Haut knusprig braten. Und wir wollen, dass uns die Gewürze nicht verbrennen. Und wir wollen vor allem verhindern, dass sich die Haut so umkrempelt, indem sie sich zu schnell zusammenzieht. Yes. Bei wie viel Grad machst du es denn? Das machen wir jetzt bei 130 Grad. 130. Weil wir den Ofen tiefer nicht einstellen können. 750 Milliliter Orangensaft. Da geben wir jetzt unsere klein geschnittenen Chilischoten mit dazu. Können direkt quasi mit warm werden hier drinnen schon. In Vorbereitung auf alles, was folgt, mache ich hier nur noch schnell ein paar kleine getrocknete Tomaten klein. So, dann nehmt ihr einfach eine Handvoll und schneidet die Strünke ab und dann schneidet ihr die in so richtig schöne kleine Streifen, schmale Streifen. Fühlt sich nicht richtig dünne an, Streifen, ne? Dünn ist das Wort, was ich gesucht habe. Wir reduzieren die Hitze von dem Orangensaft, bis er lauwarm ist. Ja, das sah gut aus. Dann kommt der Gelierzucker dazu. Also übrigens, für alle, die sich wundern, das, was ihr da gerade seht, ist das, was hier passiert. Genau. Das 1:1. 1:1 gerade Paul, der zockt. Ja. Das Einzige, was ich jetzt tue, was man jetzt gerade natürlich nicht sieht, aber hier ist der Topf, ihr seht ihn dampfen, ne? Gebe ich jetzt 500 Gramm 2:1 Gelierzucker dazu. Paul hat sich jetzt jemanden geschnappt und entführt ihn.
Ja. Und Paul macht immer schlimme Sachen mit den Leuten, die er führt. Kommt wieder in mein kleines Häuschen hier. Da, so sieht's aus mit unserem fantastischen Gewürz. Unser Hähnchen, 65 Grad Kerntemperatur. Genau, wir bepinseln damit einfach nachher unser Hähnchen. Das ist quasi Sinn der Sache. Und ihr seht hier, muss jetzt erkalten noch ein bisschen. Genau, da drüben ist es. Und dann haben wir hier eine richtig schöne Orangen-Chili-Marmelade. So is it. Ist ihn da ist er, da steht er, im Bärenkostüm. Ja, ich hab ihn noch gesehen. Hat er denn ein Bärenkostüm? Ja, hat er. Bärenkostüm. Hat er. Anbraten kann ich. Wir fangen an mit dem Knoblauch und den Zwiebeln und unseren getrockneten Tomaten. Das Ganze löschen wir dann mit ein bisschen Weißwein ab, geben dann unsere Kritaraki dazu und füllen das Ganze mit 750 Milliliter Gemüsebrühe auf. Das kriegen wir doch hin. Das kriegen wir aber sowas von hin. Flo, machen wir einen kleinen Kniff? Ja, warten. Die Brühe, die ich hier rausgekocht habe, packen wir die noch irgendwo rein? Mach da, schütt da direkt jetzt einfach rein. Das wäre ja Quatsch, das wegzukippen. Ja, das wollen wir nicht vergeuden. Eine sehr gute Idee. Eine ausgezeichnete Idee. Mal guck mal, was da zusammenkam mit unserem guten Chef Oliver rockt. Ui. So. Da ist Geschmack drin, Freunde. Oh, der Geruch, Alter. Das riecht halt wirklich geil. Echt einfach geil ist. Das mit dem Hähnchen war halt wirklich auch eine gute Idee gerade. Ja, herrlich. Smellt gut. 200 ich glaube, ich bin aus Versehen ausgestiegen oder mit Absicht. Ich weiß es noch nicht. Oh so. Gott! Klingt nach Versehen. Wieso? Was ist denn mit dir, Bro? So, wir löschen ab. Jetzt passiert, jetzt ist hier, jetzt passiert hier eins nach dem anderen. Und alle gleichzeitig. Jo, ich steig gleich ein. Oh Gott, so. Geschossen. Genau jetzt. Schön. Und wenn der Weißwein fast verkocht ist, geben wir unsere Kritahaki und die Brühe dazu. Hui. Das darf dann ebenfalls alles noch einkochen. Oh Gott. Aber ist das denn noch so? Also, oh Gott. Kriegst du nirgendwo zu kochen. Oh Gott. Ich bin gestürzt. Jetzt ja, Paul ist gedownt. Er hat sich selbst gedownt. Ja. Sind Teammates in der Nähe, Paul? Sad, nein. Alter. Oh, no. Schön, okay. Paul ist wieder im Spiel. Das heißt, wir haben Hoffnung, noch das Chicken Dinner zu finden. Nur noch wenig Flüssigkeit da. Schön verkocht. Wir teilen hier den Weißwein wie damals das Meer. Und haben jetzt, wir damals schon gemacht? Ja, aber man kennt's. Man kennt's. Jetzt geben wir unsere Kitahaki dazu. Paul, sag nichts. Alles gut, alles gut, du brauchst nicht rüberschalten. Oh, das sieht gut aus. Dann gießen wir das Ganze mit der Brühe auf. Okay, er hat zwei Leute geholt. Stark. Nur noch 14 Leute am Start, Paul. Ich gieße hier nur Brühe drauf, Leute. Ihr verpasst gar nichts. Ja, und ich mache in der Zwischenzeit einfach an das Mehl, was wir haben, ein bisschen, danke, ganz klein bisschen Semmelbrösel, um das zu simulieren, was er hatte. Ja, einfach wirklich nur so ein bisschen vermischen. Er ist voll die Legende. Er smoked mich, damit ich mich heilen kann. Er ist wirklich gutes Teammate, ey. Also, Paul, wenn da nicht eine Freundschaft fürs Leben gerade entsteht. Ich wollte gerade sagen, es ist bestimmt Griechbart. Ich habe jetzt hier Semmelbrösel in das normale Mehl gemacht und habe damit es ein bisschen gröber gemacht. Vielleicht emuliert es das ganz gut. Weiß ich nicht. Flo macht jetzt klassischerweise, so wie man ein Risotto macht, Flüssigkeit dazu einkochen lassen, ne? Okay, ich glaube, er hat ihn. Ja! Jawohl! Winner! Habe ich hier richtig Mühe gegeben hier. Stark! Ja, wir nehmen das hier. Das ist halt noch leicht Feuchtigkeit auf der Hautseite, was gar nicht so schlimm ist, weil dadurch stickt das Mehl jetzt natürlich besser. Wir gehen einmal rein hier, klopfen das so ein bisschen ab und ihr seht sofort, durch diese leichte Feuchtigkeit bleibt das hier auch wunderbar haften. Es soll uns ja nicht verbrennen, aber wir versuchen die Temperatur jetzt so zu kontrollieren, dass es knusprig wird, denn ihr dürft eine Sache nicht vergessen, es ist ja bereits durch. Wir haben die Kerntemperatur gemessen. Das heißt, wir müssen uns keine Sorgen darüber machen, ja, ob das Hähnchen durch wird oder nicht. Aber wir wollen jetzt natürlich die Haut richtig, richtig crispy. Ja. Crispy. Weil wir drehen es dann um zum Servieren und schneiden auf der Hautseite. Pinienkörner rösten ist im Grunde das Einfachste, was ihr machen könnt. Ihr haut die in eine Pfanne ohne Öl. Wisst ihr, wie oft ich die schon angebrannt habe? Ohne Scheiß? Ja, ja. Alles, was ihr machen müsst, ist sie stehen lassen, bis es anfängt zu riechen. Oder ihr so ein leichtes Britzeln hört. Dann ja, aber schwenken. Aber gut aussehen tut's, oder? Ja, einen Punkt haben wir erwischt. So. Ja, bei dir sieht es mehr nach einer Schnitzelpanade aus als bei ihm damals. Ja, wir haben kein doppelgriffiges Mehl. Das tut ja, mir leid. Du hast Paniermehl mit drin gemischt. Ja. Ich denke, das ist der Grund. Naja, das hatte ungefähr dieselbe Grobkörnigkeit wie, wie das, was er hatte. So, mein Teller ist fertig. So sieht er aus. Ich zeige euch das mal. Ich habe jetzt gar nicht viel wild irgendwas gemacht. Ja, ganz klassisch angerichtet. Mhm. Ja, ist ja vollkommen okay. So. Ich habe den eher etwas kleineren Teller gemacht. Paul ist schon Haute Cuisine technisch am weitesten vorne mit dabei. Schau mal hier, lächeln wir mal ins Kamerachen hinein. Kostet nomi, 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 nom. Sieht gut aus. Ja.
Pauls wird in der Karte beschrieben mit Dingen, da stehen Wörter drin wie von und an. Ich glaube tatsächlich, Paul ist so ein bisschen Haute Cuisine, meins ist so ein bisschen Kantine. Ja. Bei deinem habe ich witzigerweise durch die gebratene Seite oben, ich habe das Gefühl, es ist beim Vietnamesen. Ja. Genau, das habe ich aber auch wieder. Gar nicht ich war böse. So halb fertig und dachte mir so, sieht aus wie das gebackene Hühnchen, was ich mir bestellen würde beim Asiaten. Ja, ne? Aber ich finde es irgendwie geil, weil du hast damit ja auch eine Geschichte erzählt. Ja. Ne? Das ist ja auch, aber da freut warte, man Pauls, sich auch drauf. Pauls braucht einen Namen. Und zwar ist die Hähnchenkeule vom Knochen gelöst, an einer orangen Chili-Marmelade auf Risotto von der griechischen Nudel. Ich gehe jetzt rein, Freunde, ich probiere auch. Geh mal rein. So, das Hähnchen, ich sag euch, wie es ist. Das Hähnchen ist halt einfach ein Gewinner. Gedicht, sagst du? Und durch diese Reduktion hat das so eine süße Note. Meinst du, es ist komplett damit einge... Ja, aber es ist halt geil, ne? Es ist halt würzig, es ist knusprig, es hat halt Konsistenzspiel, es hat Geschmack in alle Richtungen. Es gefällt mir wirklich sehr gut. Ich probiere mal hier den Risotto. Ach so. Oh, der Risotto ist gut gewürzt. Und wow, mit diesem Nudelrisotto ist eine sehr spannende Sache, finde ich. Das hat so automatisch so eine gewisse Schlotzigkeit dadurch. Das ist einem Gewinner-Gewinner-Hähnchen-Gericht auf jeden Fall würdig. Ja, gepimpt. Also Paul, vielen Dank nochmal für Gewinn. Koch das unbedingt nach. Mhm. Also wirklich selten war ich von irgendwas so überzeugt wie das. Und vor allen Dingen als Risotto-Alternative. Ich schwöre dir, wenn du da noch Käse reinreibst oder so, funktioniert genauso. Parmesan kann gut funktionieren. Hat nochmal eine andere Schlotzigkeit. Für Paul ist es absolut perfekt. Ja. Saumäßig lecker. Ja. Ich muss sagen, ist jetzt nichts für die schlanke Linie schon aufgrund dessen da. Vor allen Dingen haben wir davon noch für die nächsten 52.000 Essen. Aber macht gar nichts. Also so viel Zucker drin hat, hält sich bis 2052. Ja, darum geht's ja. Es ist wahnsinnig lecker. Oh. Und wie gesagt, das ist ein echtes Chicken Dinner. Das war aber wirklich auch die Technik von Alex. Dieses Entbeinen und genau mit dem ist einfach besser. Würzen und so braten mit dem Mehl. Ist einfach so viel besser als eine Hähnchenbrust. Ich werde Hähnchen nie wieder anders machen. Ja. Wirklich. Ja, das ist wirklich es ist vor allen Dingen nicht nur besser als eine Hähnchenbrust. Natürlich ist es ein bisschen aufwendiger, aber es ist auch so viel günstiger. Ja, das stimmt. So viel günstiger. Das stimmt. Also, vielen Dank nochmal an Alex und sein Kochteam. Vielen Dank an Pauls Teammate, der ihn wieder hochgeholt hat. Ja, ohne den hätten wir das Chicken Dinner nicht bekommen. Also, vielen Dank an Paul, der sein Teammate gecarried hat ohne Ende. Wenn Paul nämlich nicht gedownt worden wäre an der einen Stelle, dann hätte ihn die Zone geholt, bin ich mir sicher. Ihr schaut bitte alle mal in die Videobeschreibung. Da ist nämlich ein Link drin, wenn ihr PUBG Mobile auch eine Runde spielen wollt. Vielleicht sogar gegen Paul. Ja? Wo du es auch gerade sagst, vielen Dank an PUBG Mobile, die uns hier nicht nur Ben eingeladen haben, iPhones verschenkt haben und uns auch nochmal das Vergnügen gemacht haben, von Alexander Herrmann wieder was zu lernen. Das genau so ist wahr. Aus. Alles anlässlich ihres 4. Geburtstags übrigens. Daher vielen lieben Dank nochmal an unseren Sponsoren. Ihr checkt die Videobeschreibung, dort alle Links, die ihr findet, vor allen Dingen den von PUBG Mobile. Ja. Und dann wünschen wir euch noch einen traumhaften Tag. Tschüss. So sieht's aus. Ciao.